So, liebe Freunde, ich bin's wieder, der Micha von Outdooraktiv. Und wir befinden uns heute auf der weltberühmten Seiseralm. Es ist Samstag. Es laufen noch ein paar Leute hier rum. Hier ist wahrscheinlich auch immer was los. Aber sämtliche Cafés, Restaurants und was weiß ich, irgendwelche Almen, alles geschlossen. Keine Chance. Hat mir der Kollege vorne am Parkplatz gesagt. Und der hätte gern 8,50 Euro fürs Tagesticket. Ich sag, dafür, dass ich hier nichts essen und trinken kann, ist das natürlich ganz schön teuer. Aber gut. Wir laufen ein wenig. Wer Bock hat, kommt einfach mit. Los geht's. Das ist ja schon mal ein ganz schöner Anblick, oder? Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir es schaffen. Wir laufen jetzt ein bisschen ganz hoch aufs Hochplateau. Da gibt es dann so irgendwas wie eine Panoramarunde von 8 Kilometern. Also wir sind ja wirklich nur in der Vorsaison. Die Wintersaison ist wohl gerade zu Ende. Deswegen ist wohl alles zu. Was seine Vorteile? Hier ist nicht so voll. Größte Hochalm. Wunderbar erschlossen. Gucken, wo es das hinführt hier. Panorama Bergstation. Da wollen wir hin. 30 Minuten. Okay. Ja, schöne Ausblicke hat man ja hier. Auf die Dolomiten. Da runter im Tal ist Bozen. Und das ist der Schlern. Lauter Pilzköpfe. Hinter dem Berg sind wir vorhin spazieren gefahren. Die Straße hoch. Entweder Wanderweg oder Straße. Also genau davor. Zack, zack. Und dann da so schräg hoch. Siehst du? Geradeaus geht auch. Mhm. Dunkle da. Mhm. Ja. Tja, zur Sommerzeit. Wann auch immer das hier beginnt. Sind hier wahrscheinlich die Wiesen, Almen, Entschuldigung, auch voller Viecher. Nicht eins. Nicht mal ein Murmeltier. Die pennen auch noch. Das Wanderweg oder die Straße, keine Ahnung. Ja, das ist voll der kleine Hütten hier. Aber auch so, wie hier eigentlich, der jemand wohnt dran. Jetzt kann man die mieten. Ach so, tja, wer weiß. Mit Terrasse, Gardinen vor. Mhm. Ja. Hier ist der Startpunkt der Panoramarunde. Panorama hat man. Kann man nicht meckern. An dem Dach müssen wir mal was machen. Sieht nicht so gut aus. Dann kommt man da unten wahrscheinlich wieder raus. Okay.
Ja, das sind doch ganz nette Ausblicke. War doch eine gute Idee, ne? Prima, Schatz. Nur, dass ich keinen Kaiserschmarrn kriege, aber... Ja, das... Gut. Dann wären wir nicht so dick. Aus dem Bein. Wie heißt das? Kastenrud oder wo auch immer. Ja. Ja. Ja, mal sehen, in welche Richtung hier die Panorama-Runde weitergeht. Da runter wahrscheinlich. Es gibt ja reichlich Wege hier. Da steht. Das hier, ne? Ja. Ne, Seisalm Running Park. Spitzbühel-Lauwenhütte. Hier, ich keine Ahnung. Schlecht ausgeschildert. Muss man ja mal sagen. Da hinten sind sie im Gleitschirmfliegen. Ja, ich glaube, das kann man auf dieser kleinen nicht erkennen. Drei Stück schrauben sich gerade hoch. Vielleicht sind sie da irgendwo gestartet, da vorne an der Ecke. Wenn ein bisschen Thermik ist, dann können sie sich auch so hochdrehen. Da fliegen sie, die Kollegen, Gleitschirmflieger. Schrauben sich Stück für Stück nach oben. Ah, hier kommt der Schneegang. Na, da haben schon mehrere gemacht hier. Cool, ne? Ja, damit er ja nichts wegfliegt. So, mit dem Panorama will ich jetzt mal ein bisschen besser ausschildern können, finde ich. Oben steht was vom Panorama. Ja, die. Ach, Bergstation. Ja, um die Richtung, der Pfeil wahrscheinlich von da. Ich denke mal, da wird das schon richtig sein. Zur Sattlerschweige wollen wir ja nicht. Malger Sattler. Schweige war irgendwie eine Alm, ne? Hat man gesagt.
unterhalb vom Hang geht so ein Weg rüber da. Aber wir können ja vielleicht hier einfach so quer durchgehen, aber dass wir da auf diese Station kommen da. Ne? Zur Station? Ja, so. Mhm. Quer da. Ich denke mal, da werden sich bestimmt Wege treffen. Torfig. Ist auch irgendwie ein Moor, eh? So ein bisschen Moor. Ja, guck. Fortschrittlicher Bauer. Also, Gräben zum Abfließen. Ah, jetzt ziehen da auch wieder Wolken rein. Ja, das ist ja wie in Skandinavien hier. Außer, ja, doch. Berge haben sie auch. So, wir tippeln dann hier wieder, dann kriegen wir den Weg. So, kommen wir da wieder an die Alme. Und wir können vielleicht da unten nochmal da so schwenken, darüber so keiner. Ja. Wer weiß, was das ist, schreib es mal in die Kommentare. Gibt es hier überall. Einer von den Gleitschirmfliegern hat sich hier hochgeschraubt. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich hoffe es. Ich kann es selbst auf dem Bildschirm nicht so richtig sehen. Aber ich denke, er wird zu erkennen sein. Cool. Gut, Junge. Viele kleine Flugzeuge. Ein bisschen wackelig. Da waren wir ja, ne? Da waren wir. Da wir können ja dann den da runternehmen, den da. Ja. Thank you.
jetzt geht's wieder zurück. Abwärts. Ich kann mir das gut vorstellen, im Sommer hier. Dann siehst du sie da Schlangen laufen. Da. Wahrscheinlich, hä? Alles voller Kühe, Schafe, Ziegen. Naja, die meinte ich jetzt eigentlich nicht. Aber. Ja, so die Almdadja. Da wächst auch wieder dieses blaue Zeug da. Was keiner weiß, was es ist. Ja, hat er noch ein Beet angelegt. Hä? Hier, wenn du, keine Ahnung, kannst du ja auch dann mal 6 Wochen hier verbringen, ne? Ja. Wenn du eine Hütte hast. Ja, ja. Packst dir alles ins Auto, was du brauchst. Ja. Ja. Baut sich vielleicht ein bisschen Salat an, weiß ich gar nicht. Vielleicht hat er hier irgendwo seine Ziegen rumlaufen. Oder Schafe, die er dann beaufsichtigen muss. Hat er sein Sitzkissen vergessen? Stimmt, ne? Ja. Mal liegen lassen. Vielleicht holt sich noch einer. Ja Freunde, schön, dass ihr wieder dabei wart. Unser Spaziergang bzw. Wanderung nähert sich dem Ende. Sind gleich wieder unten. Salzeralm mit begangen. War sehr schön, super Aussichten, kann man empfehlen. Vor allen Dingen die Zeit vielleicht. Naja, vielleicht ein bisschen später noch. Schön ruhig, nichts los. Prima. Also, wir sehen uns. Gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nichts. Wir sehen uns irgendwo aus Deutschland oder aus Italien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut, euer Pia. Ach, der Kollege wird sich nicht mehr erholen hier. Ja. Einfach ein paar Eindrücke von unterwegs. Irgend Passo ist das hier. Ach, da steht's. Passo Lavazze. 1800 Paar kleine. Thank you.